Willkommen Herrschaften, zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir es tatsächlich geschafft, einen Alien Leader mal zu befragen. Wir können jetzt einige andere lustige Dinge machen. Wir haben außerdem einen Ethereal auseinandergenommen, mehr oder weniger. Und wir sind gerade dabei, ein Psi-Labor zu erforschen. Ich glaube, die sind ganz gut, weil die sollten unseren Leuten helfen, dass sie weniger anfällig auf diese Mind-Affecting-Attacks werden. Ja, schauen wir mal. Jo. Gehen wir mal auf die Eintageskarte wieder. Einige neue Soldaten und Soldatinnen. Die schauen uns gleich mal an. Wille Salo. Naja, okay. Du kannst ganz gut schießen. Julius Kolesar. Naja, du bist stark. Marie Minardier. Du kannst auch ganz gut schießen. Firing. Du bist ein kräftiger Kerl. Und du kannst gut schießen. Und du, boah, du bist eine coole Sache. Chihyunu. Sushka Horanski. Du bist auch nicht schlecht im Schießen. Pietro Barbieri, naja. Du bist stark. Immerhin. Oh, das ist auch nicht schlecht. Was die Firing Capacity betrifft, aber ansonsten. So, jetzt sind wir wieder da vorne. Hat sich da irgendwas verändert? Nö. Jenny Mikonen. Gloria Vicente. Wow, die hat ziemlich viel Kraft zugelegt. Durch das Aufsteigen. Das ist besonders gut, die Denise Gates. Susanne Schmidt. Die ist auch schon ziemlich stark. Abigail Stamser. Ist okay. Gut. Dann werden wir den Sky Ranger wieder befüllen mit Crew. Wir haben immerhin ein bisschen Crew verloren. Kommst wieder auf den Dings, auf den Sky Ranger. Und dann kommen ein paar Rookies drauf. Leider sind jetzt relativ viele Leute verstorben. Du darfst dich ganz vorne hinstellen dann. So, na dann. Du, aber du kommst nicht ganz nach vorne. Du bist das hinterste, der hinterste von den Rookies, würde ich fast sagen. Du bist ein ziemlich starker. Ziemlich starkes.
Du stellst dich ganz vorne hin. Gut. Naja, dann. Aber. Schauen wir mal. Tja. Ja, es tut mir leid. Ist jetzt. Ihr seid, wie sagt man, Kanonenfutter. Ich habe zu wenig Armor. Die Leute, die gestorben sind, hatten alle Armor. Okay. Na gut. Dann wieder vollen Tag. Schauen wir mal. Ein Large UFO. Puh. Mit dem Havanna-Ding. Es ist nur large, nicht very large. Mit etwas Glück können wir es abschießen. Okay. Oh, es fliegt weg. Hey. Okay, fliegt zurück zur Basis. Und da oben könnte auch irgendwo eine Alien-Basis sein. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Small. Ah, bleib in meinem Perimeter. Ach wie. Nicht gut. Schon wieder ein Large UFO. Man könnte eigentlich das, nachdem man in diese Richtung fliegt, könnten wir ihn damit vielleicht auch intercepten. Ah, Geld. Exzellent ist unser Rating. 1508 Punkte. The Council of Funding Nations is very pleased with your excellent progress. Keep up the good work. The Funding Council is not happy with your financial position. You must reduce your debts below 2 million or the project will be terminated. Was? Ah. Ich habe Schulden gemacht, deswegen Mist. Aber praktisch alle Staaten zahlen mir mehr Geld. Na, immerhin, das ist ja nicht schlecht. Particularly happy we are. Russland, UK, France, Germany, Italy, Spain und so weiter. Okay. 840.000 ist schon sehr gut. Das hilft schon sehr stark. Dabei finde ich nicht, dass wir das so gut gemacht haben. Aber gut, ich meine, ich will mich nicht aufregen. Jetzt zahlen wirklich alle mehr. Australien sogar 106.000. Puh. Was? Ach, verstehe.
Wir haben laufende Kosten, die höher sind als das, was wir einnehmen. Das heißt, wir können nur am Leben bleiben mit dem Zeug, was wir verkaufen. Oh Gott, ist das schrecklich. Verkaufen wir mal die. Wo sind die Heavy Lasers? Oh Gott, wir haben noch immer minus 576.000. Wir müssen Alien-Zeug verkaufen. Ja, Plasma-Rifles. So, dann machen wir Manufacture. So ein Laser Cannon kostet per Unit 180.000 und um 200.000 können wir es verkaufen. Ich glaube, drei könnten sich ausgehen mit dem Geld, was wir haben. Nö. Ah, 180. Na, geht sich nicht aus, gehen sich nur zwei aus, weil das erste haben wir schon bezahlt, nehme ich mal an. Na gut, ist ja wurscht. Wenn die erste fertig ist, können wir die zweite, können wir sie ja gleich verkaufen. Dann müsste sich die dritte auch ausgehen. Okay. Small und very low. Und das intercepten wir doch glatt mal. Unserem Taipei-Ding. Ah, Mist. Ah, wir sind zu langsam. Das ist sehr ärgerlich. So, schauen wir mal. Laser Cannons. Können wir da zwei verkaufen? Jop. Naja, gut, so viel Gewinn machen wir damit auch nicht. Schauen wir mal. Wie viel bringen uns die Heavy Lasers? 61.000, wenn wir einen verkaufen. Und wie kosten sie? 32. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen Gewinn von 50%, 100% eigentlich. Nein, 50% circa. Kommt darauf an, von welchem Bereich man ausgeht. Na gut. Das sind 320.000. Das müsste sich eigentlich ausgehen mit dem Geld, was wir jetzt haben. Ah, da brauchen wir Personal Armor, ist okay. Sollen wir diese Leute mit Personal Armor ausrüsten? Wieso nicht? Das ist zwar ein Verlustgeschäft insgesamt, weil die werden das wahrscheinlich nie brauchen. Okay, gut. Von 20, okay, das heißt, warte mal, wir werden da ein paar Personal Armors noch verkaufen. 54.000 und die kosten 22.000. Das ist sogar noch besser. Bei denen, das ist die Ratio
22.000 zu 54.000. Das ist mehr als das Doppelte, was wir da rauskriegen von den Konstruktionskosten. Wahrscheinlich muss man sich das aber noch mit der Zeit auch berechnen, weil es kostet ja auch alles Zeit, bis das gebaut wird und da die Engineers ja auch kosten. Nehme ich mal an, dass es nicht so perfekt ist. Aber ich glaube, man kann damit etwas Geld machen. Immerhin sind wir auf 580.000, also so gesehen. Bitte schon irgendwie passen. Da machen wir die Plasma Rifles. Machen wir da. Okay. Research completed. Hyperwave Decoder. Ja, den würde ich ganz gerne bauen. Few reports. Alien communications rely on a super-dimensional wave, which travels almost instantaneously. The decoder facilitates intercepts UFO transmissions and decodes the information. This will show the type of UFO, the alien race and the type of activity. Das wäre schon irgendwie ganz nett. Aber das kostet 1,4 Millionen. Und es kostet 30.000 im Jahr, bis wir das bauen können. Sind wir alt und grau. Allocate Research. So. Scilab und Illyrium erforschen wir gerade da noch. So, machen wir mal den Ephereal Corps. Mal schauen, ob der uns noch was sagen kann. Den werden wir wieder nicht abfangen. Versuchen können wir es ja mal. Oh, Alien Base. Schau doch was an. Mitten in den Rocky Mountains. Komm schon, schieß ihn ab. Was ist das für einer? Ah, schieß ab. So, puh. Haben wir da noch ein bisschen. Na Gott, das ist ein kleines. Ah, trotzdem ein kleines ist es. Aber in der Dunkelheit ist es trotzdem nicht so schön. Na Gott, ist wurscht, aber. Ich bin nicht sehr geduldig, wer weiß, was passiert mit den Dingen, wenn man sie liegen lässt. Und das ist in Kanada, glaube ich. Ja, es ist in Kanada. Das ist gut. So, was brauchen wir dann noch? Machen wir weiter Medikits einfach. Ich glaube, die können wir auch verkaufen im schlimmsten Fall. Und ich werde jetzt einen Teil von den Medikits. Einen Teil werden wir verkaufen und einen Teil werden wir verschicken. Dazu schauen wir uns mal an. Wie viele Medikits haben wir denn hier? Ach Gott, Base Information Stores. Ach, was ist das geordnet? Es ist nicht geordnet. Medikits 12. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Und da haben wir 6. Okay, das reicht aus. Und da haben wir 10. Das reicht locker aus. Dann
werden wir da einfach ein paar verkaufen von den Medikits. 46.000 ist auch nicht schlecht. 5 da, weil es sind ja eh auch 10 auf dem Raumschiff, das heißt, wir haben mit dem noch immer 15. So, da haben wir jetzt noch eine Alien Base. Ah, nicht auf einen Tag, ich wollte auf eine Minute gehen, naja, zu spät. Begin Mission, yo. Warte mal. Wieso hast du dieses Ding in der Hand? Auf keinen Fall. Aber du kriegst auf jeden Fall mal sowas in die. Achso. Du hast sowas sogar schon. Du kriegst das in die Hand. So. Immerhin seid ihr zwei ganz vorne. Ihr werdet das, glaube ich, werfen, bevor ihr noch irgendwas anderes macht. Dass die kein Dings. Ah, Marie Menard, oh ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hitomi Ikeda. Gibt es auch irgendwelche Leute, die dafür geeignet wären, mit diesem Ding umzugehen. Margaret, du kriegst das dicke, fette Ding. Denise Gates, Susanne Schmidt. Und du kriegst noch das drum. So, jetzt habe ich nicht geschaut wegen den Flares. Hat jeder eines? Du kriegst noch ein Flare. Du ebenfalls. Immerhin ist es Nacht, nehme ich mal an. Du brauchst keins. Du machst dein Licht mit Raketenwerfern. Okay, passt. Wow. Wow. Das war kurz und schmerzlos. Und da hinten. Von da irgendwo. Da ist auch der Eingang. Ah, wir haben ihn gefunden. Ich glaube, no line of fire ist eh klar. Das dazu. Vielleicht hätten wir zuerst schauen sollen. Ah. Ach verdammt, ich hätte euch das Ding gleich in die Hand geben sollen. Toll, dieses depperte Alien hat bereits zwei von unseren Typen umgebracht. Boah, Health 125, die halten extrem viel aus. Aber jetzt schießt er nimmer mehr. Na gut. Wir können das auch, was du kannst. Kann er von da schießen? Nö, habe ich befürchtet. Ach ja. Aber von da kannst du schon schießen. Nur treffen tut mir nichts. Warum habe ich dich mitgenommen? Sagst du mir das? So. Ja, ich weiß.
und schießen. Ja, Autoshot geht sich leider nicht mehr aus. Wir hätten uns hinknien sollen. Ja, das hätte man halt gefangen. Geht eigentlich auch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nö. Unglaublich. Was halten die alles aus? Das ist ja fürchterlich. Naja, immerhin. So gut treffen tut er auf jeden Fall nicht mehr. Kriegen die keine Fatal Wounds? Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe immer 13 Fatal Wounds. Ach Gott. Ich will da nicht alle in Reihe und Glied stellen. Aber stehen lassen kann ich ihn auch nicht. Den Alien. Na, warte mal, du kannst dich hinknien. Das ist eine bessere Trefferchance. 30%. Naja, wirklich geholfen hat es aber nicht. Mir gehen langsam die Optionen aus, nämlich die Leute. Geht auch in die Knie. Schieß auch. Na, schau dir was an. Wir haben ihn ja doch noch hingekriegt. Das war gut, weil wenn der nämlich eine Granate dabei gehabt hätte, dann hätte er da einen Haufen Typen auf einmal gekillt. Hast du noch genügend Zeit, damit du das gleich nachlegst? Schaut gut aus. Wow. Keine Moral. Na gut. Ich sehe das Alien. Gehe ich mal hin und schieß mal drauf. Besonders gut war das jetzt nicht. Das ist auch ein Alien. Vielleicht sollten wir in dem Fall tatsächlich mal versuchen, einen Sprengsatz drauf zu werfen. So, 46. Geht sich das aus? 12 und 25, ja. Geht sich aus. Oder? Ja. 37. Prime Grenade auf jetzt gleich. Und Throw Grenade auf den. Hörst du auf? Der schießt einfach auf mich. Er hat mich nicht getroffen, Gott sei Dank. Die sind gefährlich. Du schieß einmal auf den Typen noch einmal. Ah, shit. Was war daneben? Kannst du noch einen Snapshot machen? Nö. Ich hab's befürchtet. Okay. Ja, was soll ich tun? Geht in Deckung. Vielleicht hast du ja Glück. So, du gehst mal daher. 31. Sieht natürlich auch nicht aus. Knie dich hin.
hin. So, Eva. Mit 60,3 mal schießen. Na super. Jetzt triffst du plötzlich so gut. Vorhin war es die Lusche. Geht sich aus. Geht sich alles aus. Eva, schau dir was an. Du bist unser War Hero von dieser Runde. Boah, ärgerlich. Vorsichtig, da drüben wird gleich eine Granate explodieren. Nimm das in die Hand. Geh da hier. Und wirf es in diese Richtung. Fürchterlich, 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 fürchterlich. Wie viele haben wir jetzt schon verloren? Zu viele. Das ist nur noch ein Korps. Kannst du das nehmen? Nö. Okay. Du warst schon. Du warst auch. Okay. So, du bleibst da. Du bleibst da. Bleibst da. Du bleibst da. Ja. Da hinten ist noch einer. Schau was an. So. Ah, den sehen wir sogar. Sehr gut. Können wir noch abschießen? Schaut besser aus jetzt. Schade, Hitomi kann nicht noch ein drittes Mal schießen. Anderen Snapshot. Hitomi. Sehr gut, sehr gut. So, hast du noch was zum Werfen? Jupp. Wie viele Punkte brauchen wir dafür? 6, 15. Ach, wie. Wie viel drüber werfen kannst du wohl noch, oder? Oh, Eva, nein, nein, ich geh du in die vorderste Front. Du wirst sterben. Okay. Ah, da oben ist Wald. Okay. Geh mal in Deckung. Du hast nicht zufällig sowas auch noch. Nein, natürlich nicht. Aber du hast sowas noch. Durch die Granate ist da drüben so ein bisschen finster geworden. Ah, na immerhin, die Waffe ist noch da. Die können wir also mitnehmen. Deckung. So.
aus, die Karte. Wahrscheinlich. Du kannst nichts werfen. So, was machen wir mit dir? Du gehst einfach in die Knie und wartest darauf, dass da wer rauskommt. Du ebenfalls. Du schaust in die Richtung. Vielleicht werfen wir da auch noch was rüber, was sagst du? Okay. Bist du in kniender Position? Jetzt schon. Gut. Oh, das war's schon. Puh. Oh, wir haben nur 3 verloren. Hat sich mehr angefühlt. Und wir haben ein paar Alien-Aloys immerhin gefunden noch. Ist auch nicht so schlecht. Ein bisschen ein Bonus. Ein bisschen ein Plus haben wir gemacht. Wir haben einen Electroflare verloren und eine Granate. Vielleicht sollten wir Alien Grenades verwenden. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon kann. Habe ich die Alien Grenades überhaupt schon. Achso. Habe ich die schon erforscht? Wikipedia. Alien Artifacts. Nein, habe ich noch nicht. Sollte ich vielleicht, weil die kriege ich hier gratis von den Aliens. Gut, dann werden wir mal Folgendes machen. Wir machen ein kleines Purchasere. Und zwar kaufen wir ein paar Granaten noch. Die kosten eh nicht so viel. Ich glaube, das geht sich gerade noch aus. Und noch einen oder 2 Electroflares. Auch die sind jetzt nicht so das teure. Gut. Ah ja. Eine Laser Defense. Ach Gott. Das war jetzt ziemlich dämlich. Okay, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz neu laden. Oh, das Safe. Nein. Nein, das war vor dem Kampf. Ja, was zeigt uns das? Wir sollten immer abspeichern. Damit wir so einen Schaß nicht machen. Verzeiht diese unausgewählte Sprache. Der Kampf hat zu kurz gedauert. Ach Gott. Ich habe tatsächlich vor dem Kampf gespeichert. Ach weh, na gut. Gut, wir können irgendwas Neues erforschen. UFO Power Source, Snakeman Corps, Psy-Amp. Was ist das? Mal gleich anschauen. Kann man das Psy-Lab bauen? Psionic Laboratory. Puh. Schauen wir mal.
Wikipedia. Base Facilities. Schauen wir mal, was wir da gefunden haben. Psionic Laboratory. The Psionics Lab can assess the psionic potential of all soldiers at the base and give them the necessary training to utilize their psionic skills. Each lab can train up to 10 soldiers. Training is allocated at the end of each month. Psionic skills used in conjunction with a psi-amp can be used for psionic attacks during combat. Ah, das heißt, wir könnten dann auch Psi-Kräfte einsetzen. Das ist schon sehr cool. Auf der anderen Seite auch irgendwas. Ja, die Plasma-Rifle haben wir auch erforscht. This is a devastatingly powerful weapon based on accelerating particles from within a minute anti-gravity field. Gute Accuracy. Die Munition müssen wir noch fertig erforschen. Wie, ich bin so ein Depp. Soll ich das trotzdem neu starten? Mind Shield können wir jetzt auch erforschen. Das klingt gut, machen wir das als erstes. Da sind so viele Sachen aufgepoppt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was da war. Okay, ich überlege mir das, Herrschaften, bis zum nächsten Mal, ob ich den Autosave-Stand wieder übernehme, damit ich meine Laser-Defense behalte. Ich weiß eh nicht, ob ich es brauchen würde, aber ich hätte es ganz gerne. Immerhin habe ich es gebaut und es war teuer und es. Na gut. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.